Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Einmal nicht auf die Uhr geschaut und schon ist der Januar fast vorbei. So schnell geht's. Jetzt habe ich kürzlich überall angekündigt, dass ich jede Woche ein neues Video veröffentliche und schon bin ich fast 4 Wochen hinterher. Manchmal ist es so. Heute soll es um die Frage gehen, essen wir zu viel Zucker? Und ich möchte dir erklären, warum du nach dem Training Gummibärchen essen sollst. Und nein, das ist kein Clickbait, das ist tatsächlich ernst gemeint. Die Auflösung folgt am Ende dieses Videos. Zum Anfang des Jahres waren ja wieder alle Zeitschriften voll davon, dass wir viel zu viel Zucker essen, dass wir zu viel Süßigkeiten konsumieren, dass die Deutschen immer dicker, immer kranker werden und so weiter und so weiter. Meistens in der Verbindung mit dem Thema Abnehmen. Aber auch völlig losgelöst davon, ob man abnehmen möchte oder nicht, ist das Thema Zucker, Zuckerkonsum immer wieder in aller Munde. Deswegen habe ich mich damit mal beschäftigt. Wenn wir uns mal angucken, wie viel Zucker wir in Deutschland so essen. Ich habe mal Statistiken rausgesucht von 1950 bis 2016/17. Dann kann man das ganz eindrucksvoll feststellen und man sieht schon, dass da eine Veränderung drin ist. Alle Links zu irgendwelchen Statistiken oder Informationsseiten schreibe ich dir unten in die Infobox. Da kannst du selber nochmal klicken und nachschauen, wenn dich was interessiert. 1950 ist es so gewesen, dass wir in Deutschland einen Pro-Kopf-Zuckerkonsum, Zuckerverbrauch hatten von 28,1 Kilo Jahresverbrauch. Das entspricht ungefähr 77 Gramm pro Person und Tag. 2016/17 waren wir dann bei einem Jahresverbrauch von 33,8 Kilo, was ungefähr 93 Gramm Zuckerkonsum pro Tag entspricht. Das heißt, der reine Zuckerkonsum pro Kopf in Deutschland hat sich auf jeden Fall erhöht. Jetzt ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, hat ein Konsenspapier herausgegeben. Die Pressemitteilung, die ich dort gefunden habe, ist aus dem Jahr 2018. Und zwar ein Konsenspapier in Zusammenschluss mit anderen Organisationen in Deutschland, nämlich mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, das ist sie, mit der Deutschen Adipositas-Gesellschaft und der Deutschen Diabetes-Gesellschaft. Und die haben zusammen quasi ja ein Statement veröffentlicht, wie viel Zuckerkonsum denn okay ist in ihren Augen und wie viel man letzten Endes verzehren sollte am Tag. Und dabei haben sie sich der Weltgesundheitsorganisation angeschlossen. Das heißt, eigentlich haben diese drei Gesellschaften nichts anderes gemacht, außer zu sagen, ja, wir finden auch, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, recht hat mit ihrer Aussage aus 2015, nämlich, dass ungefähr 50 Gramm freier Zucker pro Tag nicht überschritten werden sollte. Also maximal 50 Gramm freier Zucker am Tag sollte ein deutscher Durchschnittsmensch im Prinzip essen. So, was ist jetzt freier Zucker? Und das ist eigentlich auch schon das Erste, was mich daran stört. Freier Zucker ist sogenannter Einfachzucker, also ich sage jetzt einfach mal Haushaltszucker. Das, was wir so in Süßigkeiten natürlich finden, aber auch mittlerweile in vielen anderen Lebensmitteln, das ist klar, weil das reingearbeitet ist, egal ob es jetzt Ketchup ist oder irgendwelche Salatsoßen, man hat ja heutzutage sehr viel Zucker. Also es geht hier um eine Verzehrsempfehlung von freiem Zucker, von Einfachzucker. Jetzt ist es so, was viele Leute, glaube ich, nicht wissen und wo immer so ein bisschen Gesprächsbedarf ist, was ist denn der Unterschied zwischen diesem freien Zucker, sprich Haushaltszucker, und einem komplexen Kohlenhydrat, wie beispielsweise Reis, Nudeln, Kartoffeln, Brot oder irgendwelche anderen Mehlprodukte, wo also Getreide verarbeitet ist. Der Hauptunterschied da drin ist in der Aufnahmegeschwindigkeit in unserem Körper. Wenn wir einen Einfachzucker essen, also beispielsweise, ja, wir trinken eine Cola oder irgendeine Limonade, dann haben wir die Situation, dass dieser Einfachzucker, da er wirklich in einfachen oder in Doppelmolekülen vorliegt, ganz schnell aufgenommen werden kann. Der erhöht unheimlich den Insulinpegel, geht ganz schnell in die Blutbahn und kann sehr schnell vom Körper verzehrt werden. Während letzten Endes ein komplexes Kohlenhydrat, also Reis, Nudeln, Kartoffeln, Brot, eine lange Zuckerkette durch die Verdauung und durch die Enzyme aufgespalten werden muss und dadurch langsam in den Körper abgegeben werden. Man sagt auch, ein kurzes Kohlenhydrat, also ein Einfachzucker, schießt ins Blut, während ein langes Kohlenhydrat ins Blut tröpfelt.
Was ist aber ganz wichtig zu verstehen? Natürlich hat der lange Zucker Vorteile, weil er wird gleichmäßiger in den Körper abgegeben und somit bleibt die Blutzuckerkurve konstant. Aber die Energiemenge ist gleich. Ein Gramm Kohlenhydrate hat immer die gleiche Energiemenge. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, der Körper macht aus diesem komplexen Kohlenhydrat in letzter Konsequenz auch einen Einfachzucker. Das heißt, selbst wenn du eine ganz tolle Speise isst, eine Kartoffel oder was weiß ich, ein Vollkornbrot von einer ganz tollen Qualität, dann zerlegt der Körper das in seine einzelnen Bestandteile in einen einzelnen Zucker, bis die kleinste Kette nur noch übrig ist, dass es dann quasi aufnimmt. Wenn man jetzt überlegt, essen wir zu viel Zucker, dann möchte ich die Frage stellen, was ist denn zu viel und wann ist das zu viel und für wen ist das zu viel? Ich habe eingangs die Statistik erwähnt, dass wir 1950 deutlich weniger freien Zucker gegessen haben, als wir das heute tun. 1950 waren das in der breiten Bevölkerung 77 Gramm. Aber auch das war ja schon viel mehr als die empfohlenen 50 Gramm von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das heißt, auch damals war es ja schon zu viel. Interessant ist in dem Zusammenhang, wenn man sich jetzt mal die Statistik der Zuckererkrankungen in Deutschland anschaut, 1950 gab es in Deutschland fast noch gar keinen Typ-2-Diabetes. Ist kaum erfasst, ganz, ganz wenig. Erst in den letzten Jahrzehnten ist das nach hinten raus explodiert. Wenn wir also damals schon zu viel, deutlich zu viel Zucker gegessen haben, als eigentlich gut für uns ist, es aber kaum Zuckerkrankheiten gab, was hat sich denn vielleicht noch verändert? Das Bewegungsverhalten hat sich verändert. Auch dazu gibt es Statistiken. Auch das verlinke ich dir unten drunter. 1950 hat ein durchschnittlicher Deutscher pro Tag ca. 10 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. 10 Kilometer pro Tag durchschnittlich Deutschland in der Bevölkerung. 2010, das ist das letzte Jahr, was ich hier auf der Statistik habe, sind es noch 400 Meter gewesen. 400 Meter in 2010. Und jetzt sehen wir natürlich eine Riesendiskrepanz. Wir essen viel mehr einfachen, freien Zucker als zuvor. Und wir bewegen uns viel, viel weniger. Natürlich haben wir einen ganz klaren Kalorienüberschuss. Natürlich werden wir krank. Aber jetzt kommen wir schon genau zu dem Punkt, dass wir gucken sollten, wann ist es zu viel und für wen ist es zu viel. Jemand, der sich regelmäßig bewegt, der gut Sport treibt beispielsweise oder der einfach viel zu Fuß unterwegs ist. Nehmen wir mal jemanden, der körperlich arbeitet, der viel gehen muss. Ein Postbote, der mit dem Fahrrad unterwegs ist in Marburg beispielsweise und viel zu Fuß geht, der den ganzen Tag auf den Beinen ist. Der kann mit Sicherheit mehr Kohlenhydrate essen und auch mehr Zucker in seinem Körper verbrennen, auch Einfachzucker, als jemand, der den ganzen Tag sitzt, im Büro oder im Auto fährt und einfach viel, viel mehr Inaktivität in seinem Körper hat und deswegen auch viel weniger Energie braucht. Der setzt ja viel weniger Energie rum. So kann man in meinen Augen schon gar nicht pauschal sagen, was ist zu viel. Ich möchte nicht Zucker verharmlosen und sagen, ach, das ist völlig egal, das kann man alles essen. Ich möchte eigentlich dafür werben, dass du sensibler wirst und nicht immer nur schwarz-weiß denkst, sondern ein bisschen guckst, wann in welcher Situation passt das. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, warum man nach dem Sport Gummibärchen essen sollte. Und mit Sport meine ich jetzt ein wirklich intensives Training. Das heißt, wenn jemand wirklich hergeht und wirklich Sport gemacht hat. Ich meine jetzt keine Reha-Training, ich meine keine Bewegungstherapie, ohne das in irgendeiner Weise bewerten zu wollen. Ich meine eher ein Training, wenn sich jemand auf einen Halbmarathon vorbereitet und der läuft beispielsweise pro Woche 50 Kilometer oder mehr und hat dann eine intensive Trainingseinheit mit 10 Kilometern gemacht oder vielleicht auch 20 Kilometer extensives Ausdauertraining. Oder auch jemand, der ein intensives Krafttraining gemacht hat, der wirklich alle Muskelgruppen richtig gut und stark durchtrainiert hat. Für den ist das total sinnvoll, direkt nach dem Training kurzen und einfachen Zucker aufzunehmen. Zum Beispiel durch Gummibärchen oder wegen mir auch durch irgendeinen Fruchtsaft. Weil er hat dadurch den Effekt, dass sein Körper Insulin ausstößt. Und das hat in dem Moment ganz große Vorteile, weil dadurch alle Entzündungsprozesse im Körper abgebremst werden und der Körper sofort mit der Regeneration nach der sportlichen Belastung anfängt. Das ist ein ganz wichtiger Effekt, den man in der Sporternährung benutzen kann, um die Regeneration einzuleiten. Für jemanden, der sich nicht bewegt, der einfach nur die Gummibärchen isst oder den Apfelsaft trinkt und dann sitzen bleibt, ist das wahrscheinlich ein Problem, weil er hat einen Insulinausstoß
Und der Körper fängt im Prinzip an, die Energie einzulagern und nicht zu verwerten, weil die Person sitzt ja danach einfach nur. Und somit kommen wir schon genau zu der Situation, wann ist es zu viel, für wen ist es zu viel? Wenn du eine lange Tageswanderung machst und du bist viele, viele Kilometer unterwegs, ist das überhaupt kein Problem, wenn du zwischendurch zum Beispiel eine Süßigkeit isst, weil der Körper wird den Zucker, den du aufnimmst, einfach eins zu eins verbrennen. Der wird den aufnehmen und wird ihn direkt verbrennen und dann ist er im Prinzip schon wieder durch. Das ist überhaupt kein Problem. Und es ist auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, ein Mythos, dass einfacher Zucker immer gefährlich und schlecht ist und andere Dinge, vermeintlich Obst beispielsweise, automatisch immer gesund ist. Wir haben jetzt von freiem Zucker gesprochen. Apfelsaft beispielsweise, wirklich ein richtig reiner Apfelsaft, das ist freier Zucker. Apfelsaft hat mehr Zucker als eine Coca-Cola beispielsweise. Ich habe es aufgeschrieben, ich muss kurz nachschauen. 300 Milliliter Apfelsaft haben ungefähr 37 Gramm freien Zucker und die gleiche Menge Cola, ja, ungefähr 36, ist ziemlich gleich, muss man fairerweise sagen. Aber viele Leute wissen nicht, dass ein reiner Fruchtsaft im Prinzip genauso viel Zucker beinhaltet wie eine Limonade und letzten Endes auch im Körper den gleichen Effekt verursacht. Was wäre jetzt ein gebundener Zucker? Um die gleiche Menge Zucker aus Äpfeln aufzunehmen, wie du in einem Liter Apfelsaft hast, müsstest du 1,3 Kilo Äpfel essen. Und da sehen wir auch, was die ganz natürliche Begrenzung der Natur ist. Kein Mensch würde auf einem Sitz 1,3 Kilo Äpfel essen und deswegen würdest du auch in der Natur diese riesengroße Menge in der natürlichen Ernährung an freiem Zucker niemals aufnehmen. Aber zusammengefasst lässt sich eigentlich sagen, wir essen natürlich definitiv deutlich mehr Zucker, als für uns gut ist. Ich finde aber, es ist verkehrt, nur auf den Haushaltszucker oder auf den freien Zucker zu gucken. Man sollte die Gesamtkohlenhydratmenge betrachten. Honig beispielsweise ist auch freier Zucker, aber eigentlich ein Naturprodukt, was auch Mineralien enthält. Aber Honig besteht zu über 70% aus reinem Zucker. Und wenn du jetzt viel Honig isst, ist das in der Konsequenz genauso ungesund, wie wenn du viel freien Zucker isst, wenn du ihn nicht verbrennen kannst. Das ist immer die Frage, kannst du die Energie verwerten, die du isst? Das ist das Entscheidende. Ob das zu viel ist, das hängt nur davon ab, ob dein Körper das auch verarbeiten kann. Selbst wenn du überhaupt keinen Haushaltszucker isst, du isst überhaupt keine Süßigkeiten, aber du isst viel mehr Getreide, als dein Körper verbrennen kann. Und wenn das auch alles nur Vollkorn ist, dann wird dein Körper dadurch letzten Endes auch Fettbausteine machen. Er wird letzten Endes auch diesen Zucker nicht verarbeiten. Also es macht natürlich Sinn, auf Zucker zu achten und den Konsum von freiem, einfachen Zucker zu reduzieren und eher auf komplexen Zucker zu gehen in Form von ganz natürlichen, naturbelassenen Lebensmitteln. Das möchte ich auf jeden Fall bestätigen. Ich möchte aber auch sagen, dass der Körper aus zu vielen guten Kohlenhydraten aus Lebensmitteln letzten Endes auch seinen Schaden ziehen wird, weil zu viele Kohlenhydrate, die nicht verbrannt werden, sind für uns auch ungesund und erzeugen genauso möglicherweise einen Typ-2-Diabetes wie Einfachzucker. Entscheidend ist, was du wirklich verbrennen und verarbeiten kannst. Da kommen wir zum Thema Training und Bewegung. Je mehr Muskelmasse du hast, desto mehr Zucker und Kohlenhydrate kannst du verarbeiten und umsetzen. Der Muskel verbrennt unter Belastung Kohlenhydrate. Das heißt, wenn du es schaffst, ein Kilo Muskeln aufzubauen, dann wirst du auch immer ein besserer Zuckerverwerter sein als jemand, der ein Kilo Muskulatur weniger hat. Der Körper braucht einfach schlichtweg mehr Energie. Und da im Alter die Muskeln eh nachlassen und Stück für Stück abgebaut werden, ca. 1% pro Jahr, macht das eh Sinn, ein gutes Muskeltraining zu machen, um die Zuckerverwerter aufrechtzuerhalten. In der Diabetestherapie beispielsweise ist Muskeltraining einer der wichtigsten Eckpfeiler in der Basistherapie, weil eben, wie schon gesagt, Muskeln Kohlenhydrate verbrennen. Und als letztes kannst du dir merken, wenn du Lust auf eine Süßigkeit hast, und das meine ich jetzt wirklich ernst, mach ein intensives, gutes Training und gönn dir direkt nach dem Training eine kleine Süßigkeit. Das ist völlig okay. Es sollte dann möglichst fettfrei sein, das ist wichtig. Eine Sache, die Bodybuilder und Kraftsportler sehr gerne machen, ist, dass die nach intensiven Trainingseinheiten Joghurtgums essen. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, ich sage das einfach so, wie es ist. Aber Joghurtgums gibt es von einer bestimmten Firma. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie
viel Zucker enthalten, aber quasi überhaupt gar kein Fett. Und speziell nach dem Sport ist das sinnvoll, dass gar kein Fett drin ist, aber den Zucker kann man trotzdem essen. Ich hoffe, du konntest einen Nutzen aus dem Video ziehen. Schreib mir gerne mal deine Erfahrungen in die Kommentare. Wie gehst du mit dem Zucker um? Wie ernährst du dich? Versuchst du ganz auf Zucker zu verzichten? Was hast du für Möglichkeiten gefunden, um Zucker zu reduzieren? Weil das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn man merkt, dass man zu viel Zucker isst, braucht man ihn ja auch nicht zu verteufeln. Man muss ja auch keinen radikalen Schnitt machen nach dem Motto, ich esse jetzt nie wieder irgendetwas Süßes. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht realistisch und es ist auch gar nicht erforderlich, weil man kann es ja essen, wenn die Menge einfach stimmt. Und ein ganz wichtiger Schritt dazu ist ja eine stufenweise Entwöhnung vorzunehmen. Also weiß ich nicht, jemand, der zum Beispiel immer 4 Würfel Zucker in Kaffee geworfen hat, der fängt vielleicht mal damit an, einfach nur 3 zu nehmen. Und ein paar Wochen später nimmt er vielleicht nur noch 2 und ein paar Wochen später vielleicht nur noch einen. Das ist ja auch eine Frage, wie wir unsere Geschmacksknospen daran gewöhnt haben, wie viel Zucker sie letzten Endes brauchen. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Informationen liefern. Schreib mir gerne deine Erfahrungswerte oder auch deine Fragen unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!